Aber Architekten beschäftigen sich mit allem, was Architektur anbetrifft, vom ganz Großen immer weiter bis in den kleinen Raum, bis ins Detail, einschließlich der landschaftlichen Bezüge und auch einschließlich des Innenraumdetails. Ein inhaltliches Prinzip unserer Arbeit ist die intensive Integration von Gebäude und Landschaft, von Raum und Landschaft. Und das kann man an diesem Beispiel unserer Hochschule in Würzburg sehr gut erkennen. Die Mythologie hierzu und die Prinzipien, Grundlagen dazu sind, sich intensiv mit der Landschaft auseinanderzusetzen, und zwar vor allen Dingen mit der topografischen Situation und mit den Ausblicken, und das Gebäude selbst so zu öffnen, dass man diese, sowohl die Topografie als auch die landschaftsräumlichen Bezüge in das Gebäude optisch einbezieht. Wir haben in den letzten Jahren auch zunehmend Aufgaben in anderen Ländern gehabt, sodass wir jetzt auch international arbeiten. Und eine sehr schöne Aufgabe ist, Verkehrsbauten zu entwickeln. Und ein großes Projekt haben wir auch hier, eine Station für die Metro in Mekka. Und da können Sie eins unserer Entwurfsprinzipien gut erkennen, nämlich das ist das Entwurfsprinzip des schwebenden Daches. Ein großes Dach, was sehr viel Schatten spendet, weil das in den arabischen Ländern notwendig ist, wenn sich Menschen versammeln, sie eben vor der Sonne zu schützen. Wir sind auf der 15. Architekturbiennale hier in Venedig jetzt zum ersten Mal vertreten, stellen also das erste Mal aus, haben uns viel Gedanken gemacht, mit welchem Thema wir hier arbeiten können, und haben uns entschlossen, zwei Projekte zu zeigen, um schon mit dieser Auswahl diesen großen Unterschied und die große Bandbreite, die wir in unserer Arbeit machen, die aber auch den Kulturunterschied unserer Länder ausmachen, eben schon zeigen zu können. Gerber Architekten is one of those beautiful examples of diversity. Their approach to their subject matter is, I would say, very specific, very unique. So for us, having Gerber Architekten in our exhibition is special. Die Grundlage unserer Arbeit basiert eigentlich aus der Liebe zu den Menschen. Aus dieser Grundeinstellung formulieren wir unsere Gebäude. Und ich bin ganz sicher, dann müssen sie auch Projekte werden, wo sich die Menschen wohlfühlen können.